Ich glaube, es ist eher die schwierigste Zeit, wahrscheinlich überhaupt Film zu machen. Und heute wird gefilmt und nachher gedacht. Das war, weil sie eine Wut auf ihre Eltern hatte. Also das merke ich jetzt. Das kannst du als Thema nehmen für deinen nächsten Film. Filme spiegeln auch immer die Persönlichkeit ihres Machers wider. Ja, das ist so. Und wenn der Macher noch Autor ist, also Drehbuchautor, und Regie macht dann umso mehr. Ich glaube, das macht man immer. Man lässt, glaube ich, schon die Hosen runter, wenn man einen Film dreht, oder? Immer gewisse sind schon, ja. Aber ich glaube auch, dass das Innere von jeder Figur, die ich arbeite, immer mit mir zu tun hat. Und schlussendlich bleibt mir nichts anderes übrig, als die Referenz bei mir zu suchen. Meine Erfahrungswelt, die ich habe. Also, ich nehme das Zettel, oder? Damit man gar nicht bis morgen anfangen zu schwätzen. Junge Filme, das müsstest du eigentlich vorlesen. Junge Filmemacher haben es heute viel einfacher als früher. Nein, das muss schon ich vorlesen. Da kann ich dazu nur sagen, sie haben es einfacher, was Technik betrifft, die ganze Filmtechnik. Ich meine, ich habe die wirklich die ganze Revolution erlebt. Früher war die Technik so anspruchsvoll, dass man einfach sich vorher musste ganz klar werden, was man machen will. Weil sonst ist es zu teuer geworden. Und heute kann man, ich meine, jetzt pointiert gesehen, mit dem iPhone einen Spielfilm drehen. In dem Sinn würde ich sagen, ist es leichter geworden. Aber natürlich, wenn man jetzt von Kinofilmen redet, einen Film zu realisieren, der auch im Kino bestehen kann, das ist immer noch gleich schwer wie früher. Also dein Talent kannst du erst ausbreiten, wenn du kannst mit einem Film zeigen, was du gemacht hast. Und das ist eine riesige Hürde, ja. Geld, wenn man nicht weiss, wenn man keine Erfahrung hat. Das ist, der Widerspruch, der ist einfach da. Aber der war immer da gewesen. Ja. Wenn ich sehe, auf YouTube gibt es Clips, die Millionen von Klicks haben, die ich nie wieder erreichen die Reichweite. Nie. Aber die haben einen Tag lang mit dem Handy, wie du vorhin gesagt hast, etwas aufgenommen, aber haben unglaublich viele Leute mit erreicht. Also quantitativ werden wir das nie erreichen. Ja. Wenn man eben für das Kino arbeitet. Ja. Viele Ideen und Themen, die man hat, misst man natürlich an dem, dass es schon mal erzählt wurde. Du musst auf deine Art neu und besser erzählen. Das ist so. Und das hat man vielleicht vor 50, 60 Jahren schnell noch mal etwas begründen. Auch filmgeschichtlich, formell. Heutzutage ist es. Ich glaube, es ist eher die schwierigste Zeit, wahrscheinlich überhaupt Film zu machen, habe ich das Gefühl, im Moment. Fürs Kino sicher. Ich bin halt mit dem Kino aufgewachsen. Ich bin geprägt worden von Kinobildern, nicht von Fernsehbildern, oder? Der Wunsch, das auch zu machen, der war früher da gewesen, oder? Das hat angehebt durch dann meine ganze Pubertät und dann wusste ich, ich wollte in diesem Beruf arbeiten. Und eigentlich ist das bis heute so geblieben. Ich glaube immer noch ans Kino. Ich bin immer noch fasziniert, wenn ich ins Kino gehe. Das Kino wird zwar immer wieder tot gesagt oder ist am Sterben, aber ich glaube nicht ganz daran, weil die Leute haben werden immer ein Bedürfnis haben, aus dem Haus zu gehen, neu mit rein zu gehen. Ein bewusster Akt, oder? Ein bewusster Akt und gemeinsam. Und jetzt schaut man das an. Ich glaube, aus diesem Grund wird es auch nicht sterben. Glaube ich auch nicht. Die Reibungen zwischen den Generationen waren früher größer als heute. Die Reibungen? Ja. Ich glaube schon. Ist früher grösser als heute? Ich glaube, die These. Ja, ich glaube. Aber du hast jetzt einen Film. Eben, das ist so ein bisschen die. Da habe ich mich so ein bisschen versucht, damit zu beschäftigen. Klar, ich habe es ja nicht erlebt. Es ist aufgrund von Recherchen und Gesprächen, die man führt. Und in dieser Zeit, wenn du dort lange Haare hast, bist du unter Umständen abgehöbelt worden, gang zurück nach Moskau. Und dein eigener Vater hat weniger Sozialkompetenzen, oder deine Mutter hat weniger Sozialkompetenzen als du aus Spross. Und plötzlich habe ich das Gefühl, verschiebt sich das. Und die Jungen müssen erkennen, dass meine Eltern liberaler und progressiver eigentlich unterwegs sind als ich selber, oder? Ja. Wir haben die SVP hat den grössten Zuwachs, weil die ab 18 sind, jeder zweite SVP wäre. Ja, das ist erschütternd. Und da habe ich schon das Gefühl, dass das unglaublich nach zusammenkommt. Und früher hat es die Diskrepanzen zwischen den Generationen. Und dass schlussendlich Zürich brennt hat und da die Leute sich bei der Oper hergelegt hat, das war, weil sie eine Wut auf ihre Eltern hatten. Im übertragenen Sinn. Die Eltern sind für das Spiessertum und all das gestanden.
Und das war in den 68er so. Das war immer so, dass eigentlich die Jungen haben revoltiert und es ist immer um die Eltern gegangen. Die Reibung mit den Eltern, und die hast du heute nicht mehr. Die Jungen gehen mit ihren Eltern shoppen, gehen mit ihnen ins Konzert. Dort fehlt völlig die Reibung. Ich habe im 68er ist mein erster Spielfilm ins Kino gekommen und ich bin Vater geworden. Und ich war 32. Die ganzen 68er Studenten, die sind ein bisschen an mir vorbei. Okay. Aber ich erlebe immer wieder, wie in dieser ganzen Geschichte gibt es immer wieder so zwei Schritte vor und einen Schritt zurück. Es ist einfach so, dass die Hürden sicher nicht mehr die Eltern sind. Und ich weiß nicht, ob es einfach jetzt eben andere Hürden gibt. Ich glaube, der Leistungsdruck ist massiv höher. Also hat sich verschoben. Wenn ich sehe, was mein Bub jetzt in der zweiten, dritten Klasse muss leisten muss, ich war noch im Kindergarten in der zweiten, dritten Klasse, im Vergleich. Wir haben gesungen, aber der hat schon einen anderen Leistungsdruck. Das wird es weisen, wie geht die Generation mit dem Leistungsdruck und mit dem rein quantitativen Denken um, das einfach im Moment sehr vorherrscht, wo scheinbar die Wirtschaft verlangt, was ja, wenn man jetzt ein bisschen in die Zukunft schaut, gar nicht so ist. Ich bin überzeugt, die Wirtschaft macht individuelle Freidenker irgendeinmal und nicht Maschinen, die am Fließband stehen, wo das können die Roboter dann irgendeinmal machen. Im Moment ist das Schulsystem hinkt da noch völlig hinten drin. Ich glaube, dort, das ist glaube die grösste Hürde. Und ich glaube auch, die sozialen Medien, die eine Hürde ist, weil ich habe das Gefühl, ein junger Mensch ist wie 2-3 Jahre in der Entwicklung hinten drin, weil er sich immer ablenken kann, wenn es ihm langweilig ist. Und früher, als es mir langweilig war, musste ich mich mit mir beschäftigen und mit meiner Fantasie beschäftigen. Ich musste. Und da bin ich einfach viel schneller reifer geworden. Und heute kannst du, wenn es dir langweilig ist, greifst du zum iPad von den Eltern oder zum Handy oder Xbox, was auch immer, und kannst dich immer ablenken. Das heisst nicht, dass die am Ende von der Jugend dümmer sind, überhaupt nicht. Sie sind einfach wie später, der Reifeprozess, glaube ich, findet einfach später statt. Ja, aber du sagst etwas ganz, ganz Spannendes und find, meine ich sogar etwas Wichtiges, was mir jetzt ist, so, wenn es dir so vom Liest bewusst wird. Der Kinder wird ihre, durch die virtuelle Welt, wird ihre eigene Fantasie weggenommen. Sie entwickeln das, was ich meine? Schon, einfach später. Ja, frage ich mich eben, ob nicht Beeinflussung von den Bildern... Ja, das stimmt. Du bist anders sozialisiert nachher. Ja, ja. Ob das nicht eigentlich auch irgendwo könnte einen gewaltigen Schaden anrichten, sieht man es jetzt? Und ich das, wo du da die Sicht so erläuterst. Und Fantasie muss ja etwas Naives haben, Infantiles. Das und wenn du es spät entwickelst, Fantasie, dann ist sie eben nicht mehr, es ist kein Zauber mehr. Und ich glaube, das könnte ein das Problem sein. Die Bilderflut, die inflationäre Bilderflut in unserer Gesellschaft, wo schon ein Zweijähriges und Neujüngeres, dann gibt man schon, damit es ruhig ist, ein Ding. Das ist unglaublich verlockend. Und das ist... Also das merke ich jetzt. Das kannst du als Thema nehmen für den nächsten Film. Ja, das ist sehr spannend. Neue These. Weißt du, ich müsste etwas zu tun haben mit dem Auswählen. Kann ich nicht einfach so. Ui. Es ist an der Zeit, den Umgang mit dem Tod neu zu denken. Das sprengt den Rahmen, oder? Nein, es sprengt nicht den Rahmen. Sondern da muss ich sagen, das ist genau die letzte Pointe, wo in unserem Film thematisiert wird, oder? Das ist genau das.